Oh, ich habe halt ein grünes T-Shirt an, sehe ich gerade. Oh. Ja, schön, transparent. Sind wir wieder bei diesem Punkt, wie lange streame ich schon? Wir haben eine Überraschung für euch. Eine ganz tolle, große, coole Überraschung. Und Man zwar sieht es gehe ja auch ich nicht, jetzt weil du mal. bist. Ja, genau, ich muss jetzt hier erstmal auf Lötplatz top groß gehen, weil dann sieht man es nämlich da. Mich sieht man jetzt nicht mehr und so, aber das ist auch nicht so tragisch. Wir haben nämlich die neuen Platinen von der Sensei Hayo gekriegt, die eigentlich letzte Woche da sein hätten sollen, aber nicht ankommen sind, haben wir quasi jetzt gekriegt. Das sind nur die alten. Die und die, weil ich muss da die ESPs runterlöten. Es wird wundervoll, es wird toll, es wird eine ganz, ganz tolle Herausforderung. Ich bin mal neugierig. Hallo und herzlich willkommen alle Zuschauer hier bei YouTube, die diesen Stream im YouTube nachgucken. Du Perfekt. Haben kannst wir es das natürlich Intro auch, auch schon erledigt? du könntest natürlich auch in groß schalten, weil, naja, wenn du schon das YouTube-Intro ankündigst, dann könnte man das natürlich auch mit, ne, einem Vollbild machen und nicht mit einem. Achso, aber ich könnte auch hier was anderes anzeigen, ne, damit man nicht die Ja. Werbung für JLC macht. Du meinst jetzt quasi so? Mein Schaltplatz sieht und hallo und herzlich willkommen hier in unserem Stream an alle YouTube-Zuschauer. Schön, dass ihr die Zusammenfassung hier auf YouTube nachschaut. Brav seid's alle miteinander. So, weiter geht's. Wir machen heute Hightech-Dinge. Wir haben hier unsere Schaltung. Matthias hat was unglaublich Geniales generiert, was unglaublich Geniales. Und zwar hat er ja schon das. Oh, ich hab's zweimal auf. Ist das die gleiche? Und zwar hat er ja schon uns ganz oft Bombs generiert, so virtuelle Bombs hier. Und jetzt kann ich hier oben hinklicken oder drüber fahren und dann sehe ich, wo die Bauteile hin müssen. Schon mal mega, ne? Also, das finde ich schon mal mega. Und jetzt passt mal auf. Jetzt kann man das hier auch noch pro Bauteil machen. So wirklich durchgehen und hier einzeln anhakt. Placed, zack, zack, zack. Und jetzt kommt das geile Neue. Was hast du da oben noch hinzugefügt, Matthias? Die. Netzliste. Eine So. Netzliste mit allen Netzen. Und jetzt kann man hier zum Beispiel über 3,3 Volt einfach drüber hauen und er macht 3,3 Volt. Oder über 5 Volt. Oder über Ground. Oder über ich bräuchte mal I²C. Oder über ich bräuchte mal N230 Volt oder so. Das ist schon sehr hilfreich. Vor allen Dingen, Definitiv. du brauchst das Keycard nicht dafür und kannst trotzdem einigermaßen sehen, wo was langläuft. Kann man hier sogar extra Farben definieren. Also die Inductive Bill of Materials ist schon schick geworden. Jetzt kann ich hier sagen, das ist. Oh, ist das cool. Dann sieht man es ja direkt, ohne dass man drüber habert. Oh, und zwar auch, wenn ich jetzt hier in die Bombe zurückgehe. Boah, ist das cool. Wie kann ich es jetzt wieder rücksetzen? Gar nicht. Das Ah, lässt du rechts. schon Ein herausfinden. Rechtsklick. Geil. Ist das übel. Also, Geil. sehr, sehr, sehr schönes Tool. Funktioniert auch inzwischen fürs Easy-EDA, unter anderem. Eagle funktioniert und noch irgendwas anderes war drin. Wenn man irgendwie rumzoomt und macht und tut, guckt und die Platine verliert, macht man hier auch einen Rechtsklick und schon zack. Also ich muss auf jeden Fall die ESPs runternehmen. Das ist mal Schritt 1. Also ich muss die ESPs runtermachen. Das ist mal schauen, ob wir die überhaupt runterkriegen und dass sie dann auch noch funktionieren. Und ich Bei tue dem alle anderen kannst du. Bauteile auch. Magst du den mal umdrehen? Bei dem könntest du vielleicht sogar Glück haben. Bei dem könntest du Glück haben. Weil der ist da nicht verlötet, ja. Ja. Weil den haben wir ja da komplett verschmuggelt. Das heißt, es wird. Den kriegst du nicht wieder runter. Vergiss es. Matthias hat auch jetzt einen Lötplatz, der kann quasi gleich mitlöten, parallel, oder? Ja, Oder kann ich. soll ich ja. Nein, ich muss erst mal anfangen, den runterlöten. Weil Ich du kenne ja schon hast ja mal. Ich kenne ja welche. schon mal. Ah, das, aber ich kann ja schon mal langsam anfangen, mich so um Dinge wie die LDOs zu kümmern. Die müsst, ich muss ja die Bauteile hier aus der Kiste raussammeln. Ich meine, ich kann ja nicht Achso. einfach Dinge von der Platine runterrupfen. Was ist, wenn ihr die Rasierklinge nehmt und da unten reinschiebt? Das kann ich dir nicht sagen. Ich werde mal ganz kurz auf den Lötplatz umschalten. Funktionieren. So. Wie gut das funktioniert. Wir haben ja die Sense-EHI-Platine. Wir werden uns oben, oder ich werde mich hier erstmal oben ganz kurz um den LDO kümmern. Und dazu. Scheiße, wie gut das funktioniert, Matthias. Es geht ja richtig gut, eine Rasierklinge unten rein zu nudeln. Also im Sinne von enorm gut. So wie in viel besser geht's nicht. So im Sinne von, warum habe ich das noch nie so gemacht?
Guck mal, wie gut das geht. Und vor allem komplett gewaltfrei, weil ich komme ja mit dem Ding komplett flach unten rein. Warum habe ich jemals anders wie so entlötet? Nur wahrscheinlich gleich die Finger abschneidet, deswegen. So, puh, sehr warm. Das wäre draußen. Wir haben jetzt hier einmal so rudimentäres Bauteile ausgebaut. Warte, ich schalte mal zu dir, dass man dich auch sieht. Ah, okay. Ein LDO. Und die zwei Kondensatoren. Kapazitatoren. So, ich bin hier auch schon professionell aus Dings, mach Hightech. Ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt nicht ganz so gerade, aber das ist jetzt nicht ganz so gerade. So, und jetzt müsste ich eigentlich nur laut meiner Theorie hier das aufschmelzen und dann müsste der runterkugeln. Und ich habe auch nur ganz wenige Platinenreste dran kleben. Jetzt schauen wir mal schnell Matthias zu. Ich muss schon mal trinken holen. Zwanzig Minuten später. Brauchen wir den IO 17, Matthias? Du hast den Schaltplan. Ist der irgendwo angeschlossen? Ich weiß nicht, weil er ist auf jeden Fall hat kein Pad mehr. Auf der Platine oder am Chip? Am Chip. Die Platine ist egal, weil das Flussmittel von den Chinesen stinkt und raucht so dermaßen. IO17 wolltest du haben. IO 17, ja. Ist ein Glückstag, der ist not connected. Geil. Das macht ja Sinn, weil er hat ja kein Pad. Er hatte nie Was willst eins. du? Ich glaube, da war nie eins dran. Hoppala. Jetzt ein bisschen gar gut gemeint. Ich meine, von Hand geht's auch. Es sind ja weniger Bauteile geworden. Ja, nur Vorteile, Matthias. Nur Vorteile, meine Optimierung. So, und ich gucke jetzt mal hier auf das Mikroskop und schaue, dass ich es mit dem Mikroskop Glötte kriege. Wie geht's dem eigentlich inzwischen? Ja, heute funktioniert es zum Glück. Bin ganz begeistert. Letztes Mal hat die Fernbedienung enorm Probleme gemacht. Heute funktioniert es mal. Gott sei Dank. So. Mal gespannt, wie gut das Ganze nachher funktioniert oder ob da irgendwo vielleicht doch ein paar Lötstellen zwischen sind, die, weiß ich mal, fragwürdig dann aussehen. Bei mir oder bei dir? Oder bei dir. Nee, Also meine das sehen mit. perfekt aus, als wäre es von Engeln gelötet, wie immer. Eine LDO haue ich auch runter von der alten Platine. Die werden ja nicht schlecht. Na, LDOs, die sind eigentlich quasi, die werden mit jedem Ein- Auslöten eigentlich immer besser. Die Frage ist, wo habe ich mein Headset? Der LDO ist im Übrigen schon auf der anderen Platine gewesen, weil auf der roten Cabrio-Platine fehlt da auch schon der LDO. Aber ich meine, nachhaltig Bauteile weiterverwertet. Ja, Also, logisch, ne? macht man immer. Da lässt man ja nur, also man, da lässt man ja nicht viel schlecht werden. Ja. Müsst du nur runtergehen, dann hätte meine ich auch schon gewonnen. Aber über das mit Masse und großzügig. So, abgeblödet. So, Matthias, jetzt haben wir hier ganz viele komische Bauteile. Wo bist du bei viele komische Bauteile? Das meiste davon sind Widerstände und Kondensatoren. Du meinst so 100N komisch? So Werte, die kein Mensch verbaut? Nee, ich denke jetzt gerade eher an den Mikrofarad, der da drüben irgendwie dafür sorgen soll, dass der Reset richtig hochkommt. Ja. Und da fragen wir gerade, warum das 0805 ist, weil ich habe einen 1206er bei mir da oben drin. Ich weiß nicht, warum du. Ich glaube, du hast einen 1206er eingebaut, weil du hattest keinen anderen. Ja, du glaubst Ich habe aber jetzt den. nicht, dass ich jetzt einen anderen habe. Dann musst du wieder 1206 in 0805. Ja, Ich habe dir okay. jetzt keinen Spezialfootprint dafür angelegt. Hätte es sein Ich meine, können, ich dass kann. irgendwie, keine Ahnung,
dir da was gedacht hast dabei oder so. Aber ich meine, ich habe ja ein 12.06er gebaut, weil ich kein 0.85er habe. Und wenn du dann wieder ein 12.06er, 0.85er einbaust, habe ich deswegen trotzdem keinen. Da. Da. Und da. Aber ich meine, es gibt ja so Dinge, wo die Entlötzange sehr praktisch Pinzette. ist. Ja. Ja, ein Lötpinzette ist gerade für sowas. Baut herunter, baut herauf. Absolut Premium. Nur, dass meine halt leider kaputt ist. So, Der jetzt schauen Rest wir sind nur mal beim noch. nächsten Bauteil mal den Matthias in groß zu. Cool, dann waren wir ja richtig mega, super, toll, erfolgreich. Ich bin total begeistert. Wir haben echt alles einigermaßen aufgelötet. Also, erstaunlich. Ja gut, die Diode und LEDs fehlen jetzt noch bei mir, plus das Modul, aber grundsätzlich. Bis du wieder daheim bist, solltest du es ja dann auch gefunden haben, denke ich mal. So rein grundlegend. Ja. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern hier auf YouTube, die diese Stream-Zusammenfassung anschauen. Tut auch ganz viele Kommentare drunter schreiben, wie toll ihr diese Stream-Zusammenfassungen findet. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch zur gewohnten Uhrzeit, 20 Uhr. Könnt ihr generell mal, könnt ihr mal irgendwie, wie gefällt euch Dienstag? Ich meine Dienstag, Mittwoch, wir haben früher auch immer Dienstag gestreamt. Allen zusammen einen wunderschönen Abend, macht es gut, habt eine schöne Woche. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns dann nächste Woche am Mittwoch, 20 Uhr. Bis dann! Ciao.